Oh, Leute, ich habe heute eine Riesenmission und zwar seht ihr ja schon die ganzen Spielsachen. Ich will die nicht mehr haben, ich bin raus aus dem Alter. Ich werde die verschenken, Leute, und ich weiß auch schon an wen. Brixy! Gut, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's blenden. Ja. Was machst du denn hier? Ich tue die Spielsachen weg. Die müssen alle wieso weg. Wieso denn? Weil ich die verschenke, Brixy, an kleine Kinder. Ich dachte, du schenkst sie mir an kleine Kinder. An wen denn? Ja. Wir haben hier niemanden. Doch, an unseren Kindergarten. Ich will nämlich, dass die glücklich sind, Brixy. Jeder soll glücklich sein. Kindergarten? Wir haben doch gar keinen Kindergarten. Ja, doch, wir haben einen Kindergarten. Wir haben Nikis Haus, Slimys Haus, deine Häuser, meine und wir haben einen Kindergarten in dem verbotenen Wald. In dem verbotenen Wald gibt's keinen Kindergarten, du Doch, Riesen. Ich bin da hingegangen. Weißt du was? Ich muss den Biber auch noch mitnehmen. Die freuen sich bestimmt darüber. Wenn du mir nicht glaubst, komm einfach mit. Ich zeige ihn dir. Soll ich wirklich mitkommen? Ja, komm mit. Ich habe keine Angst vor dem verbotenen Wald. Hatte ich letztes Mal nicht und habe ich dieses Mal nicht. Komm mit. Leute, wenn ihr auch zum Kindergarten wollt, wo wir jetzt hingehen, Freunde, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Vielleicht sehen wir uns da mal, das wird richtig cool. Dann kann ich euch babysitten. Ich bin nämlich ein richtig guter Babysitter. Also letztes Mal hat das zumindest gut funktioniert. Egal, Freunde, wir müssen jetzt nur noch da hingehen und das müsste eigentlich direkt hier hinter diesen ganzen Büschen sein, Brixy, ehrlich. So sicher? Ja. Warum sollte ich hier im Kindergarten sein? Das ist der verbotene Fall. Ich weiß es nicht, warum der da ist, aber der war hier. Man musste nur hier durch die ganzen... Ich hab ihn gesehen, da vorne ist er, siehst du? Ich hab dich nicht angelogen. Da. Du hast recht. Ja, siehst du, da ist der Kindergarten. Haha, und da waren letztes Mal Kinder, die waren richtig cool. Die sind bestimmt wieder da, hä? Was denn? Wieso ist der Kindergarten offen? Weiß ich nicht, ich sehe den gerade zum ersten Mal, du Dussel. Oha, lass uns mal reingehen. Vielleicht sind die hier irgendwo. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Das sieht voll verlassen aus. Ich glaube, das ist keine so gute Idee, dass wir hier sind. Vielleicht hast du recht, Brixy, aber was ist, wenn die sich versteckt haben? Die sind bestimmt unten. Hallo, ist da... Da ist auch niemand. Das gibt's doch nicht. Mann, du denkst bestimmt, ich hab dich angelogen, Brixy. Mann, Jimmy, ich gehe nach Hause. Das war eine blöde Idee, hierher zu kommen. Egal, ich bleib noch eine Nacht hier, Freunde. Brixy, willst du wirklich gehen? Ich meine, es wird bald dunkel. Ja, ich gehe. Ich werde hier doch keine Sekunde länger bleiben. Bei einem verlassenen Kindergarten. du hast Angst. Das weiß jeder. Brixy ist ein Angsthase. Aber egal. Nein, ich habe keine Angst. Ich berichte dir davon, wenn sich irgendwas hier ergibt. Weißt du was? Sehen wir uns morgen und spielen Fortnite? Können wir gerne machen. Wenn was ist, ruf mich an, okay? Alles klar, Brixy. Bis bald. Tschüss. Tschüss, Leute. Das war irgendwie schon ein bisschen richtig komisch. Aber ich gehe der Sache auf den Grund. Weil hier kann doch nicht einfach so ein Kindergarten sein ohne Kinder. Das macht gar keinen Sinn. Naja, wenn niemand da ist, dann gehe ich halt wieder. Ich mach mal... Habt ihr das gehört? Ich hab das genau gehört. Das habt ihr auch gehört, Leute. Woher kam das? Ich muss die Türen zumachen. Hallo, ist da jemand? Hier unten. Unten? Zumachen, zumachen, zumachen. Wo unten? Wo unten? Ich war doch gerade... Da bist du ja. Hallo. Ich wusste, dass du hier bist. Oh, wie geht's dir, kleiner Mann? Juhu, Timmy ist wieder da. Weißt du, was ich dir mitgebracht habe? Hier, guck mal, ich habe für dich einen Creeper-Kopf. Und so ein kleines Biberchen. Ja, ich habe ein neues Spielzeug für dich geholt. ich habe Angst vor dir. Du bist süß. Wo ist dein kleiner Bruder? Der muss untersucht werden. Oh nein, das ist gar nicht gut. Aber freust du dich über die Spielsachen? Ich habe die extra von uns mitgeholt, weil wir brauchen die nicht mehr. Du kannst gerne noch mehr Spielzeug bringen. Noch mehr Spielzeug? Warte, ich gebe dir noch eine Spielzeugkiste. Und bestimmt habe ich noch mehr Spielzeug irgendwo zu Hause. Aber da muss ich, naja, morgen vielleicht noch mal herkommen. Dann komm morgen wieder. Okay, kleiner Mann, ich komme morgen wieder. Oh, wie süß ist das, Leute. Ich glaube, wir kommen morgen einfach wieder hin. Das wird richtig cool.
Wir machen am besten auch die Tür wieder zu. So, und dann gehen wir am besten schnell ins Bett und besorgen ganz viele Spielsachen, weil der kleine Mann freut sich richtig. Ich mag den richtig. Ich glaube, ich werde den sogar irgendwann mal adoptieren, Freunde. Dann habe ich ein eigenes kleines Baby. Stell dich mal vor, ich bringe den kleinen Baby schwimmen bei oder so. Das wäre bestimmt richtig lustig. Aber ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Na, du kleines Schweinchen, lass bloß die kleinen Kinder in Ruhe. Du ekliger. So, ich muss aber jetzt echt mich beeilen, Freunde. Am besten gehe ich noch zum Shop. Da sind die besten Spielsachen. So, ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Und zack. Ich muss auf jeden... Es ist schon wieder alles offen. Das gibt's doch nicht. Der kleine Mann macht die ganze Zeit hier alles auf, Leute. Hey, kleiner Mann, ich bin wieder da. Bist du hier oben? Hier ist er nicht. Vielleicht ist er ganz oben. Hey, genießt du die Aussicht? Nein, da ist er auch nicht, Leute. Dann spielt er bestimmt im Keller mit den ganzen Spielsachen, wie immer, Leute. Hey, kleiner Mann, ich hab für dich die besten... Ich hab die Kinder entführt. Mohahaha. Nein, irgendjemand hat die kleinen Kinder entführt, Leute. Das gibt's doch nicht. Ich muss nach oben, Leute. Ich muss irgendwelche Hinweise suchen. Hier steht noch was. Mohaha. Ich habe alles, finde mich. Und du findest da Baby. Ich glaube, wenn ich den Eindringling hier finde, Freunde, dann finde ich auch die Babys. Aber wo könnte hier ein Einbrecher sein? Ich finde hier keinen Einbrecher. Und ich finde auch keine Spuren. Oh, wir müssen auf jeden Fall jetzt die Augen ganz weit offen halten. Wir müssen die kleinen Kinder finden. Die sind wichtig. Hey, kleine Kinder, wo seid ihr? Oh nein, ich glaube, die sind für immer weg. Dabei wollte ich doch den Kleinen erstmal so ein kleines Kuscheltier schenken. Das ist voll gemein. Oh Mann, wenn ich doch nur irgendeinen Hinweis hätte oder so. Habt ihr das gehört? Das hat sich angehört, wie wenn jemand lacht. Aber wer soll denn hier sein? Hier ist niemand. Da ist jemand. Da ist jemand, der sieht richtig komisch aus. Ich glaube, ich sollte den mal verfolgen, Leute. Denkt ihr, der hat was damit zu tun? Oder ist es einfach nur ein Wanderer? Ich finde es nur heraus, wenn ich hinterherlaufe, Freunde. Ich will hinterhergehen. Der hat bestimmt irgendwas im Schilde. Der wird niemals herausfinden, dass ich es bin. Der wird niemals herausfinden, dass ich es bin? Das kann ja nur er sein, Freunde. Das ist ja richtig einfach. Da muss ich einfach nur ihm hinterherlaufen und fit bestimmt die Kinder. Aber wer könnte das sein? Ich habe den sonst noch nie gesehen hier in unserer Minecraft-Stadt. Und woher weiß er? Was ist das denn? Da ist das Schwimmbad. Nein, er will zum Schwimmbad. Er hat ja bestimmt die Kinder versteckt in so einem... Nein. Warum lacht der? Hey, der Blödmann, der tut einfach am Freibad Spaß haben. Oh Mann, ich werde ihn auf jeden Fall gleich zur Rede stellen, den Doofkopf. Man kann doch nicht einfach Kinder mitnehmen. Das ist voll gemein, Leute. Und warum geht er zu einem verlassenen Kindergarten? Wenn ich herausfinde, dass der irgendwas Böses im Schilde führt, dann gibt's auf jeden Fall richtig Ärger. Aber wir müssen näher rangehen, Leute. Damit ich herausfinde, was er da vorne macht. Wo ist er hin? Er ist da hinten. Ich habe ihn wieder gefunden. Sehr gut. Anscheinend hat er hier vielleicht sein Haus oder so. Bin mal gespannt. In die Stadt und entführe alles andere. Nein, habt ihr es gehört? Er will in die Stadt gehen und er will noch die anderen Leute entführen. Was ist, wenn er Brexy, Odie und Schleimi und Lumi entführt? Dann haben wir ein richtiges Problem. Oh nein, ich muss unbedingt die anderen warm. Ich muss ihm hinterherlaufen. Der Fiesling, der wird doch sehen, was er davon hat. Oh, verdammt, ich muss... Wer war das? Wir tun einfach so, als wenn das die Kuh war, genau. Hier war doch gerade jemand. Schön weitergehen, schön weitergehen. Naja, egal. Da vorne ist er, Freunde. Ich hab ihn gleich. Ich muss mich beeilen, Freunde. Der ist schon hier in der Stadt angekommen und schaut mal, der will zu Brexys Labor. Was macht der Doofkopf da? Die Tür ist ja schon auf. Nein. Ich bin also eingeladen. Nein, der ist nicht eingeladen, Leute. Da darf niemand rein. Und das gibt... Ein Computer. Das gibt richtig, richtig Ärger, Leute, wenn das... der hat den Computer kaputt gemacht. Ich muss das unbedingt Brexy erzählen. Oh nein. Leute, ihr müsst mir dabei helfen. Wir müssen unbedingt diesen kriminellen Blöden müssen wir auf jeden Fall fassen. Aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Das heißt, ihr müsst mir jetzt dabei helfen. Und ihr könnt mir dabei helfen, Freunde, indem ihr jetzt alle abonniert, Freunde. Kommt schon alle zusammen, denn dann sind wir eine große Community und können endlich das Böse besiegen. Kommt schon, alle zusammen. Ich muss zu Brexy gehen. Oh, nein, der Arme. Der wird richtig sauer sein, wenn er merkt, dass sein PC nicht mehr da ist oder so. Schnell rein. Brexy, 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 mach die Tür auf.
Was ist denn los, Jimmy? Oh, du lebst noch. Dir geht's gut, oder? Ja, warum soll ich nicht leben, du Doofkopf? Das ist nicht witzig. Oh, warte mal. Hm? Hat dir etwa der verbotene Wald dein Verstand geraubt? Nein, nein, ehrlich nicht, Braxy. Was ganz Schlimmes ist passiert, willst du's wissen? Ja, was denn? Pass auf, ich hab dir doch von dem Kindergarten erzählt, richtig? Den ich auch gesehen habe. Genau, und ich habe ein kleines Kind gefunden. Haha, ein kleines Baby. Dem habe ich dann die ganzen Kuscheltiere geschenkt. Aber dann ist was ganz Grausames passiert, Braxy. Und wo ist das kleine Baby? Das ist jetzt nicht mehr da, weil so ein Blödmann hat das entführt. Und jetzt ist er in dein Labor und hat da deinen PC kaputt gemacht, ehrlich. Ja, ja, in meinem Labor, natürlich. Doch. Und der Räuber hat mich auch aufgegessen. Oh nein, er hat mich aufgegessen. Das ist nicht witzig, darüber macht man keine Witze, du Blödmann. Der hat schließlich das kleine Kind entführt. Das kleine Kind, das zufälligerweise nicht im Kindergarten war. Da war kein Schwein zu sehen, nur Tiere. Nein. Und dann... Leute, ich spinne doch nicht. Ich habe alles genau so gesehen. Das habt ihr auch gesehen, oder? Weißt du was? Es gibt einen Beweis in deinem Labor. Da fehlt ein PC. Komm mit, ich zeig's dir. Du wirst bestimmt ausrasten. Mein PC fehlt. Deine Tür ist sogar offen. Mein Rechenzentrum, mein PC und mein Drucker. Du Blödmann. Nein, du hast ich es war geklaut. Das nicht. Nein, warum soll ich das gewesen sein, Braxy? Damit ich dir glaube. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, du bist einfach keine Hilfe, Braxy, obwohl ich dich mag. Keine Hilfe? Wo ist mein PC und mein Rechenzentrum? Da sind Daten drauf. Da ist unsere DNA drauf. Ich werde einen neuen besorgen, aber erstmal muss ich mich um den Kindergarten kümmern. Schließlich bin ich der Kindergartenbetreuer und der Erzieher. und dein blöder Kindergarten. Sieh zu, dass du meinen Computer da wieder hinstellst. Wenn der nicht bis Mitternacht da ist, dann werden wir dich mit Odi, Niki, Lomi und Hanna aus der Stadt verbannen. Das kannst du nicht machen, du Blödmann. Du wirst noch sehen. Ich finde den Einbrecher und ich werde dir den schnappen und dann werde ich alles wieder in Ordnung machen. Genau. Du wirst jetzt sehen. Hä? Nein, Braxy, was machst du da? Hör auf. Du verdächtigst den Falschen, ehrlich. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich wollte doch nur den kleinen Kindern eine Freude machen. Bis 12 Uhr Mitternacht, sonst kriege ich einen Bann. Leute, ich werde von meiner Minecraft-Stadt gebannt. Und dann stürmen die alle ab und dann kann ich keine Minecraft-Videos mehr machen für euch. Das heißt, wir brauchen jetzt noch mehr Hilfe. Okay, ich muss mich jetzt anstrengen. Ich muss hier irgendwo Kameras platzieren. Und dann werde ich genau die ganze Stadt beobachten. Und wenn ich dann irgendwo diesen blöden Typ finden, diesen Einbrecher finde, dann werde ich ihn zur Polizei bringen. Genau. Und dann war's das mit dem. Und dann wird mir Braxy glauben. Los, komm schon, wir müssen jetzt uns alle hier anstrengen und ich werde die Kamera hier aufstellen. Die Kameras habe ich mal aus der Hosentasche gezogen und die werden jetzt überall aufgestellt, damit hier mal Sicherheit herrscht. Das kann auch nicht sein, dass hier die ganze Zeit Sachen passieren und schlimme Sachen vor allem. Ich meine, wenn jemand entführt wird, dann ist das keine kleine Sache, Leute, das ist schon was Großes. Und deswegen kommen hier überall Kameras hin und ich werde diesen Typen finden und hier wird auch eine hingemacht, zack. So, vielleicht finde ich ja schon jemanden. Ich hatte nämlich die Vermutung, dass dieser Kriminelle immer noch hier rumläuft, noch mehr kleine Kinder entführen will. Am Ende will er uns entführen. Oder meinen besten Freund Braxy. Aber das werde ich nicht zulassen. Bei Hannah wird auch eine Kamera hinplatziert. So, und ich werde auf der Seite noch eine hinmachen. Oh, wenn ich doch nur diesen Blödmann finde. Da vorne ist er. Genau. Das ist der doch. Das ist der zu 1 Million%, Leute. Der sieht genauso aus wie... Er macht sogar die Fensterscheiben von Lomi kaputt. Jetzt reicht's. Sofort stehen geblieben. Das kannst du dir abschminken. Ich bin der Putzmann. So. Genau. Was willst du denn hier? Das ist Lomi sein Besen. Den sehe ich genau. Mein Besen. Wie kann ich Ihnen helfen? Du hast das Kind entführt. Warum und wo? Wo ist das? Sag mir sofort, wo das kleine Baby ist. Welches Kind? Ich bin hier nur der Putzmann von... Der hier wohnt doch Robert, richtig? Nein, Robert. Hier wohnt nicht Robert. Hier wohnt Lomi und ich bin sein kleiner Bruder. Und du bist festgenommen.
Du kleiner Winzling willst mich festnehmen? Ich werde dich sowas von festnehmen. Und weißt du was? Ich habe schon die Polizei... Du bist festgenommen. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Das kannst du nicht machen. Du, nein, okay, hör auf. Stehen. Ich habe fast keine Herzen mehr. Du hast gewonnen, du Blödmann. Aber sag mir eine Sache. Warum hast du den kleinen Mann entführt, hä? Kleinen Mann? Welchen kleinen Mann? Den von dem Kindergarten. Ich habe dich da gesehen und du hast die Schilder aufgestellt. Ich entführe keine Menschen, ich klaue nur. Du klaust nur? Ja, ich entführe doch keine Babys. Das würde ich auch sagen, wenn ich du wäre. Oder liegt das etwa daran, dass gerade beim McDonald's ein super Special-Angebot ist für Happy Meals und das nur als kleine Kinder bekommt und du deswegen ein kleines Kind geklaut hast? Ich klaue doch nur, weil keiner mit mir reden will. Weil keiner mit dir reden will? Du Blödmann, du hättest doch einfach mich fragen können. Ich hätte dir auch ein Happy Meal geben können. Aber keiner spielt mit mir, weil die sagen, ich bin ein Räuber. Ja, vielleicht solltest du mal aufhören damit. Wo ist überhaupt der kleine Mann? Ich werde dir auch nicht böse sein und ich werde nicht zur Polizei gehen, wenn du mir verrätst, wo er ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass im Keller irgendein geheimer Raum ist, den ich auch noch nicht gefunden habe. Ein geheimer Raum. Du hast mir geholfen. Danke. Du Blödmann. Hey, du sagst aber nichts, ja? Nein, nein, ich werde nichts sagen. Okay. Alles. Lass die Diamanten da. Hey. Da waren keine. Wir sehen uns noch, du doof. Aber ich muss wohin? Ganz tschüss, schnell. Pimli. Ich heiße Jimmy und nicht Bimbli, Doofkopf. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wo der kleine Mann ist. Der ist also im Keller, Leute, und hat sich da versteckt. Haha. Und der Doofkopf wollte also das kleine Kind entführen, aber hat es gar nicht geschafft. Aber wir mussten unbedingt ganz schnell dahin, Freunde. Nicht, dass dem kleinen Mann was passiert ist. Schnell, schnell, schnell. Und Geronimo. Okay, der ist also irgendwo hier. Erstmal werde ich die ganzen Schilder abmachen. Das ist voll gruselig, Leute. Man kann doch nicht kleinen Kindern so einen Schrecken machen. Das ist voll unfair. Und wir müssen auf jeden Fall hier runter. Hier muss der also irgendwo sein. Und das Schild muss auch weg. Kleiner Mann, hallo, bist du hier irgendwo? Kleiner Mann, ich höre dich. Du bist in Sicherheit. Ich bin's, Jimmy. Komm raus. Ich komm jetzt rein, ja? Oh, Mann, mach die Tür auf. Ist der böse Mann weg? Ja, der böse Mann ist weg. Und deine Geheimtür habe ich auch wieder hingetan. Und ich habe sogar noch ein paar Spielsachen für dich. Ich habe so einen Boxkampfring, der ist voll cool. Guck mal, den werde ich hier für dich hinmachen. Oh, wie cool. Und sag mal, du hast dich da versteckt vor dem bösen Mann, richtig? Mhm. Hast du richtig gut gemacht. In Zukunft musst du vielleicht auf dich selber aufpassen. Oder vielleicht werde ich nochmal kommen. Wo ist eigentlich dein kleiner Bruder? Mein Bruder? Mhm. Willst du das wirklich wissen? Ja, oder versteckt er sich auch hier? Ja, der versteckt sich auch hier. Na, okay, richtig cool. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, das ist voll, voll cool, Leute. Wir haben den blöden Einbrecher weggeschickt. Aber jetzt muss ich auf jeden Fall auf die Kleine aufpassen. Und das wird auf jeden Fall ein bisschen spannend. Aber ich krieg das schon hin. Ich bin ein guter Erzieher. Ich werde mein allerbestes geben. Aber außer die machen gleich richtig dumme Sachen. Weil das sind Kinderfreunde. Bei denen weiß man nie, was alles passiert. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe eine richtig süße Idee. Ich werde einfach dem kleinen Baby Schwimmen beibringen. Dazu muss ich aber das Baby auf jeden Fall erstmal umziehen. Und dann werden wir nicht in so einen kleinen Teich schwimmen gehen. Nein, Freunde. Wir gehen in einen richtig großen Teich schwimmen. Das wird richtig cool. Denn dann, wenn irgendwann nochmal was passiert, ist es vorbereitet. Dafür bin ich doch da. Das sieht richtig cool aus. Und hier ist auch so ein Planschbecken für dich. Und das hier ist dein Nichtschwimmerbereich. Schau, hier kann ich dir das Schwimmen beibringen, okay? Ja. Sehr gut, der Kleine hat verstanden, dass das hier sein Bereich ist. Okay, du willst doch sicher lernen, wie man schwimmt, stimmt's? Okay, du musst dich ein bisschen nach vorne beugen, deine Hände auseinandernehmen und dann das Wasser so wegstoßen, weißt du, so fuum, fuum, so, genau so musst du das machen. Du kriegst das hin, kleiner Mann. Ja, weiter, 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 komm schon, du machst das super. Noch ein Stück und ja. Yippie! Oh, du bist ja schon richtig gut darin. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, du bist ein Profischwimmer, kleiner Mann. Guck mal, ich werde mal was testen. Ich werde mal schauen, wie tief das Wasser hier ist. Ja? Nein, nicht. Mach das nicht. Geh da nicht rein. Oh, Leute, wir müssen ihn retten. Der Arme ist schon wieder... Kannst du das von alleine schaffen oder kriegst du es noch nicht so hin? Oh,
Oh nein, ich glaube, er kriegt das noch nicht ganz hin. Ich bin an deiner Seite. Du kriegst das hin. Komm, wir gehen wieder an Land. Oh, das war echt, echt schwer, Leute. Oh, okay. Das läuft schon richtig gut mit dem Kleinen. Aber ich frage mich langsam, wo seine Eltern sind. Ich habe jetzt nicht Lust, die ganze Zeit auf den aufzupassen. Das wäre echt toll, wenn mal irgendwie jemand kommt von seinen Eltern oder so. Weil der Kleine muss doch irgendwie einen Papa und eine Mama haben. Ich weiß nicht. Hier gibt es auch gar keinen Bademeister. Deswegen müssen wir umso mehr auf den Kleinen aufpassen. Hey, was machst du da? Hä? Was ist mit dir? Was ist passiert? Aua, ich hab Aua gemacht. Aua? Habt ihr verstanden, was er meinte, Leute? Aua, hast du etwa... Aua. Nein, 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 warte, ich werd dir was zu essen besorgen, okay? Oh, Leute, wir müssen ihm ganz schnell was zu essen besorgen. Oh, Mann, ich habe das kleine Baby mal zum Kindergarten wiedergebracht. Der war voll anstrengend. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? Oder soll ich die Sanduhr mitnehmen? Nein, Leute, hier ist definitiv kein kleines Kind mehr. Der ist bestimmt schon beim Kindergarten. Wir müssen ganz schnell zum Kindergarten. Oh, Mann, auf kleine Kinder aufzupassen ist richtig anstrengend. Da vorne ist das TikTok-Haus und dann müsste da vorne auch schon irgendwo das Kindergartenzentrum sein. Oh, wo kann denn das nur sein? Ah, sehr gut. Da vorne ist es ja. Ich muss mich beeilen, nicht, dass hier wieder irgendwas passiert ist. Ich riech Feuer. Babyfeuer. Ja, Feuer. Nein, hör auf damit. Mach das Feuer. Mach das Feuer weg, du Doofkopf. Ich geb dir deine Milch. Trink die Milch. Na, Knirps, wegen dir ist hier alles kaputt gegangen. Wisst ihr was? Ich habe sogar auch Kekse für euch. Kekse, Cookie. Na, schmeckt euch das? Mögt ihr das? Ich hoffe, dass ihr richtig, richtig groß werdet dadurch. Okay, aber ihr dürft nicht so viel essen. Ich nehme die wieder mit, sonst wird euch noch schlecht. Hört auf damit, ihr... Oh, das reicht, ey. Kommt mit, wir gehen nach oben. Ja, wir gehen zum Spieli. Genau, kommt mit, ihr Kleinen. So, Leute, ich werde Ihnen jetzt ein bisschen beibringen, was man auch machen kann. Und zwar, wie man sich benimmt. Als erstes, hör auf, mit dem Feuer zu spielen, du Doofkopf. Du musst als erstes, wenn du Popo-Kaka machst, musst du dich da draufsetzen. Und du kannst das hier nehmen. Rutschen. Ja, rutschen ist cool. Oh, du Ekelpfurz, hör auf damit. Hey, du bist eklig. Mann, ich hätte dir echt eine Wand bauen sollen, du Doofkopf. Kakao. Ja, jetzt muss ich dich wenigstens nicht mehr wickeln, du Blödmann. Wie heißt du eigentlich? Kaka hier. Nein, nein, oh, mach das weg. Wie heißt du eigentlich? Winnie Pooh. Winnie Pooh, Lilly. Ach, Lilly. Oh, du bist ja ein Mädchen. Ich hab das voll verplant. Ha, wie süß du doch bist. Und das ist Willi. Winnie Pooh und Lilly Pooh. Guck mal, was ich für euch hab. Aua. Wollt ihr ein Hoverboard haben? Ja, ja. Ihr müsst mir aber versprechen, dass ihr damit nirgendwo großartig rumfliegt, okay? Okay, ich geb's euch einmal. Eins und zwei. Hier, zwei Hoverboards für euch. Nein. Komm wieder runter. Komm da runter, hey. Hilfe. Komm da runter. Oh nein, wir müssen aufs Dach gehen, Leute. Schnell. Nicht, dass sie uns entwischen oder so. Das wäre gar nicht gut. Los, lande auf dem Dach hier. Ich bin hier oben. Hä? Wow, komm da runter. Geht's dir gut? Was ist passiert? Aua. Oh, du hast dir wehgetan. Hier, nimm noch ein paar Kekse extra für dich. Mein Fuß, aua. Fuß? Soll ich dich ins Krankenhaus bringen? Nicht Krankenhauspilze. Du hast Angst vor Spritzen, gib's zu. Aber was soll ich mit dir machen? Du hast dir deinen Fuß verstaucht wahrscheinlich. Oh, nein! Leute, nein, 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 bleib da oben, ich werde mich um dich kümmern gleich. Nein, 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 Leute, der ist von da oben runtergefallen, das ist gar nicht gut. Hey, kleiner Knirps, was ist passiert? Aua, bumma, bubi, bum. Oh, nein, 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 wie sieht's aus mit einem... Hallo, ich springe. Leckeren Kuchen, willst du... Nein, nicht springen, auf damit! Nicht springen, nicht springen, nicht springen! Oh mein Gott, nein, 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 nein! Spring! Nein, nein, spring hier rein, spring hier rein! Spring einfach nur hier rein! Oh, Mann, du laubst mir echt meinen letzten Nerv, ey! Das ist echt anstrengend, auf euch aufzupassen! Können wir wandern gehen, bitte? Ja, wir können kurz... Müde!
Kakabu müde. Dann legt euch schlafen. Ihr seid doch sowieso da unten sicher. Geschichte Bett. Eine Bettgeschichte erzählen? Okay, na komm, ich erzähle euch eine Bettgeschichte. Aber nur dieses Mal. Danach müsst ihr selber einschlafen, okay? Okay. Es war einmal vor... Sie schlafen ja einfach schon ein, Leute. Ich musste nicht mal was erzählen. Wie süß. Okay, dann schlaft mal schön. Ich komme später wieder vorbei. Oh, ich dachte, du hast geschlafen. Okay, es war einmal vor langer Zeit. Da lebten zwei kleine Babys im Wald. Da kam ein kleiner orangener Junge und sorgte sich um sie. Und die beiden werden groß und haben ganz viel Spaß. Ende der Geschichte. Gute Nacht. Sehr gut, Leute. Jetzt müssen wir leise sein und nach oben gehen. Oh, die sind so süß. Ich glaube, wir können die wirklich adoptieren. Die Kleinen, die sind richtig süß. Jetzt müssen wir noch hier den Kindergarten zumachen. So, hier aufmachen. Und morgen komme ich wieder, Leute. Oh, das wird mega cool. Ich glaube, wir sind richtig gut im Kindererziehen. Und das würden meine Freunde mir niemals glauben. Und das macht man doch, wenn man erwachsen ist, oder? Sich um andere kümmern und Verantwortung haben. Genau. Und das kann ich richtig gut, Leute. Aber ich bin auch ein bisschen müde. Ich muss mich erstmal richtig schlafen legen. Guten Morgen. Nein, die schreien schon wieder. Die schreien schon wieder. Wir müssen direkt runtergehen. Was ist los? Hey, was ist passiert? Verschwunden? Der kann doch nicht einfach weg sein. Ich habe doch extra abgeschlossen gestern. Ich habe überall geguckt. Der versteckt sich bestimmt im Schneemann. Oh, der war nicht im Schneemann. Tut mir leid, ich pack den wieder hier hin. Wo könnte der denn sein? Der ist dann... Bruder? Leute, könnt ihr irgendwo den kleinen Winnie-Pooh sehen? Ich sehe ihn nicht und höre ihn auch nicht. Oh nein, was ist, wenn ihm was zugestoßen ist? Das wäre gar nicht gut. Aber... Das ist ja doch... Das ist doch dein kleiner Bruder, oder? Ja, Winnie-Pooh, wo bist du? Los, schrei nochmal. Leute, das kommt von hier, aber hier ist doch nichts. Hier sind überall Bilder und komische Anzüge. Willst du mir irgendwas verraten, kleine Maus? Ich weiß nicht. Nein, du hast also keine Ahnung. Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, die spielen ein Spiel mit mir und die wollen mich reinlegen. Schrei nochmal, ich werde dich retten. Das kommt von der Richtung hier. Aber da ist nur ein Gemälde. Das macht doch gar keinen Sinn. Ist Winnie-Pooh ein Bild geworden? Nein, da kann kein Bild sein. Das geht nicht. Aber vielleicht ist da irgendwas. Wollen wir versuchen, mal das Bild abzunehmen? Nein, das Bild gehört meiner Mama. Das Bild gehört deiner Mama? Warum hat deine Mama das Bild dahin gemacht? Hä? Wo bist du hin? Hey! Aber... Warte mal, du kannst durch ein Bild gehen? Haha, wie cool ist das denn? Warte mal, ich will da auch durchgehen. Oh, Leute, das ist ein Geheimweg. Nein, das ist ganz gefährlich. Oh, wie bist du da hingekommen, kleiner Mann? Oh nein, du musst hier bleiben. Das ist ein gefährlicher Parcours. Wenn du da reinfliegst, dann kann Lava mit dir ganz schlimme Sachen machen, okay? Okay, ich bleib hier. Sehr gut, Leute, wir müssen einmal rüberspringen. Meint ihr, wir schaffen das? Ich meine, jetzt müssen wir nur noch hier rüberspringen. Ich komm zu dir, ich rette dich. Wo bist du, kleiner Mann? So, ich hab dich, ich hab deine Hand. Okay, komm ganz vorsichtig zu mir rüber. So, und jetzt musst du springen. Jetzt komm hier rüber, ich hab's geschafft. Du musst hier rüberspringen, du schaffst das. Doch, natürlich, das schafft jeder, selbst ein Einjähriger. Jetzt mach schon, spring. Nein, komm da raus, los, komm hoch, ich hab deine Hand. Los, ich hab dich, komm hoch, aber wir müssen... Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Los, komm, ich bring dich ins Krankenhaus diesmal. Nein. Hör auf zu weinen. Ich hab noch einen Kakaobohnen für dich, hier, mit Milch zusammen. Komm mit. Du Blödmann, warum hast du den Kakao weggeworfen in die Lava? Der war teuer. Aua, ich verstehe schon. Du hast dir wehgetan. Solange du nicht böse auf mich bist, ist alles gut. Komm mit, ich bring dich dahin. Komm mit. Wir müssen uns beeilen. Nicht, dass deine Verbrennung schlimmer wird. Das wäre gar nicht gut.
Aua. Okay, kommt mit. Bleibt jetzt alle beisammen. Wir müssen ins Krankenhaus gehen. Wir müssen uns beeilen, Leute. Ich habe schließlich die Verantwortung für euch, Klein. Sag mal, wie ist das eigentlich passiert? Wieso bist du da reingeflogen? Tesla verhandelt immer. Er sagt, dass er geschlafwandelt ist. Und dann hat er da ein Geräusch gehört, aber hat sich nicht mehr getraut. Ich verstehe. Ich verstehe kein Wort, was der sagt. Er sagt, er wird das seinen Eltern sagen. Hä, was? Das wirst du nicht machen. Hör auf damit, du Blödmann. Das ist, ey. Seit wann bist du so gemein jetzt? Hör auf damit. Ist egal. Du kannst gemein sein. Schließlich hast du dir wehgetan. Komm, wir gehen einfach ins Krankenhaus und dann wird alles wieder gut. Versprochen, okay? Und dann vergessen wir die ganzen Sachen. Leute, der ist voll gemein geworden. Der will mich auf einmal ärgern, aber der wird schon sehen. Nein. Was? Nein. Diese Stadt ist böse, hat man uns gesagt. Die Stadt ist nicht böse. Ich wohne doch hier und war ich böse zu euch? Mein Bruder ist auf jeden Fall jetzt krank wegen dir, siehst du? Wegen mir? Das stimmt doch gar nicht. Hör auf damit. Hätte ich euch nicht gefunden, wärt ihr für immer in diesem verlassenen Kindergarten gewesen. Ja, genau. Geh mit ihm mit. Ist so. Los, komm mit, du kleiner Knirps. Ich muss... Oh Mann, ich muss aber die Verantwortung los. Ich gebe dir auch Kekse. Kekse. Oh, Leute, das ist echt schwierig, mit Kindern umzugehen. Aber ich gebe mein Allerbestes. Solange die nicht alles hier in der Stadt kaputt machen, ist ja alles gut. So, und denkt dran, ihr seid Gäste hier. Das heißt, ihr müsst alles ganz gut behandeln, weil ihr... Oh Mann, ihr sollt nett. Hör auf damit, hey! Hier ist doch ein Rieseneingang. Hä? Nein, das machst du nicht. Das ist mein Spieli gewesen. Was machst du denn da? Lustig, aber das lustig. War doch nicht witzig. Das war mein Lieblingsspielplatz. Hört auf damit, Kinder. Ich will doch nett zu euch sein. Ihr macht alles nur schlimmer. Nein, das ist das Hotel. Oh nein, Leute, die machen alles kaputt hier. Hört auf. Okay, geht jetzt am besten einfach wieder nach Hause, ja? Und ich meine... Hä? Nein. Das ist gar nicht gut, wenn die hier rumfliegen. Und oh mein Gott, ich werde bestimmt richtig Ärger kriegen von Odi und den anderen, weil ich so kleine Knipse hierher geholt habe. Nein, hör auf. Du wirst doch Spaß haben. Und du, Hans! Du, das wirst du nicht machen, wenn du... Jetzt hast du eine Grenze überschritten. Ich werde dir alles wegnehmen. Und Nein, meine Spielsachen. Hört auf damit. Ich werde meine Spielsachen mitnehmen. Die werdet ihr mir nicht wegnehmen, ihr Blödmänner. Das sind meine Sachen. Ey! Nein, Leute. Das eskaliert hier vollkommen. Die drehen ja vollkommen durch. Ich muss mich irgendwo verstecken. Haut endlich ab. Ich habe noch einen Zweitschlüssel von Brexy. Und so. So, was habt ihr davon? Jetzt kommt ihr nicht mehr rein, ihr Blödmänner. Ihr könnt schön draußen bleiben. Genau, und ich werde hier mit meinen Spielsachen spielen. Nein, ich werde nicht rauskommen. Hör auf, weh, das machst du. Das ist Brexys Haus. Hör auf damit. Nein, nicht Bum-Bum machen. Das wird Ärger geben. Genau, Brexy wird euch Hausarrest geben. So sieht's nämlich aus. Nein, Leute, die haben, glaube ich, das Haus zerstört. Was habt ihr gemacht? Ihr habt hier alles kaputt gemacht. Nein. Ich muss das wieder reparieren. Genau. Nicht weglaufen. Oh nein, Leute, das war der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe. Erstens ist Brexys Haus kaputt. Und zweitens weiß ich nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Jetzt kommt da auch noch ein Zombie. Weg mit dir, du Blödmann. Oh nein. Seht ihr, was ihr angerichtet habt? Wo seid ihr denn? Baumhaus! Aua! Das ist hier ein richtiger Parcours geworden wegen euch. Oh, ich muss zum Baumhaus, Leute. Ich habe eine Vermutung, dass sie noch mehr kaputt machen wollen. Die Blödmänner. Oh, ich hätte die einfach niemals herholen sollen. Nein! Ihr habt jetzt nicht wirklich das Baumhaus angezündet von Odi.
Ich muss das hier reparieren. 1, 2, 3. Oh, das passt nicht mal. Hört auf, das kaputt zu machen. Was ist denn los mit euch? Ich hab euch nicht mit Absicht verletzt. Ehrlich. Löschen, 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 löschen. Ich muss das löschen, was ich noch irgendwie kann. Das muss alles weg, alles weg, alles weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, die wird mich umbringen. Nein, 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 nein. Der ganze Baum brennt. Oh, verdammt. Ich wünschte, ich hätte diese Kinder niemals getroffen, ey. Das ist der schlimmste Tag, den ich jemals hatte. Und das ein Tag nach meinem Geburtstag. Oh, verdammt nochmal. Wo sind die? Au! Wo sind die hin? Ich glaube, die sind abgehauen. Braxi, ich kann das jetzt erklären. Das ist, was hast du getan? Ich war das nicht. Baumhaus. Aber geh auf jeden Fall nicht zu deinem Haus hin. Das ist in Wartungsarbeiten. Genau. Mhm. Jimmy, was ist mit meinem Haus passiert? Auf jeden Fall nichts Schlimmes. Da ist definitiv nichts passiert. Und wenn da was passiert ist, habe ich nichts damit am Hut. Ja. Mhm. Es ist nicht das, wonach es aussieht, Braxi. Ist egal. Er ist Hauptsache wieder da. Yippie, Slimy ist wieder da, Leute. Dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Wenn ihr Slimy noch kennt, müsst ihr ein grünes Herz in die Kommentare schreiben. Er kennt bestimmt euch auch noch. Kennst du meine ganzen Zuschauer noch? Na klar, kenne ich alle. Richtig cool. Wollen wir Fangen spielen? Okay, du bist... Braxi ist... Oh, Mann. Wer ist denn jetzt? Ich glaube, Braxi ist, oder? Nein, ich bleib stehen, Braxi. Kriegst mich nicht. Haha. Krieg dich. Ah, dann krieg ich halt eben Schleimi. Nee, ich lauf weg. Hey, du darfst nicht weglaufen. Das ist nicht erlaubt. Der Doofkopf. Leute? Ja? Ich habe eine Frage. Warum ist hier ein orangenes Auto? Keine Ahnung. Hier war so ein orangener Typ. Hä, wie ein orangener Typ? Das ist meine Farbe. Wer von euch will mir hier einen Prank auftischen, hä? Warum sollte ich dich pranken? Ich mag die Farbe sowieso nicht. Oh, du Blödmann, nimm das sofort zurück. Schleimi, warst du das? Ich habe sowieso noch eigentlich was zu tun. Ich bin dann wieder zu Hause, ja? Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, wir hören uns. Tschüss, Schleimi. Okay, tschüss, Schleimi, mein allerbester Freund. So gut, dass du wie mein Bruder bist. Hä? Hey, Braxi, sowas hast du nie zu mir gesagt, du Doofkopf. Du bist voll gemein. Schleimi ist auch mein Bruder. Bleib mal stehen, Braxi. Ich habe eine Frage. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass hier irgendwas gleich passiert. Weil schau mal, da ist ein orangenes Auto. Und wenn da ein orangenes Auto ist, dann muss auch jemand sein, der orange ist, oder nicht? Ja, da war so ein... Ich habe ihn nicht richtig erkannt. Wie? Aber der war auch orange. Und er hat sich im Shop einen Dyson-Ventilator gekauft. Nein, das ist Blödsinn. Das geht gar nicht. Und außerdem sind die voll schlecht. Und weißt du was, Braxi? Ich sag dir ehrlich, ich werde das Auto einfach kapern. Das ist ab jetzt mein Auto. Ganz einfach. Ist ein Diebstahl. Mir doch egal. Das Auto sieht cool aus. Und jeder, der die Farbe orange hat, das gehört mir. Eigentum von Jimmy. Verstanden, Braxi? Okay. Also, wir sehen uns später, Braxi. Tschüss. Tschüss, Jimmy. Mein allerbester zweiter Freund. Mann, nimm das zurück. Auf jeden Fall, Leute, habt ihr es gesehen? Schleimi ist wieder da. Oh, richtig cool. Aber wem könnte dieses orangene Auto gehören? Das müssen wir herausfinden, Leute. Aber das könnte richtig schwierig werden, das herauszufinden. Aber ich brauche eure Hilfe. Das heißt, wenn hier irgendjemand einen orangenen sieht, außer mich natürlich, dann müsst ihr das in die Kommentare... In die Kommentare schreiben. Hey, das bin ja ich. Das ist einfach ein Spiegelbild von mir. Seit wann haben wir einen Spiegel in der Stadt? Das wusste ich gar nicht. Aua, ich hab gar nicht gehauen, Leute. Kann das sein, dass ich mich selber gehauen habe? Hey, warte mal. Hey, du Blödmann, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Jimmy und warte mal, du siehst genauso aus wie ich. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin Jimmy. Hä? Leute, wer zum Teufel ist Jimmy? Ich kenne nur Jimmy. Ich bin der große Bruder. Nein, der kleine Bruder von Lumi. Hä, Leute, wer ist denn dieser Jimmy? Du Blödmann, du machst mir nach, hey! Du Blödmann! Braxi, wenn das irgendeine Erfindung von dir wieder ist, dann sag das jetzt, das ist nicht witzig! Wer ist Braxi? Mein bester Freund heißt Braxi! Braxi ist der im gelben Haus da wohnt, den kennst du doch! Gelbes Haus? Nein! Braxi ist orange! Heißt das etwa, dass das Auto dir gehört, du Blödmann? Das ist dein Auto? Ja, das ist mein Auto. Oh. Das ist das Jimby-Mobil. Kannst du mir das schenken? Wie alt bist du? Ich bin 5.
Ja, ich... Nee, das ist mein Auto. Steig ein. Okay, Leute. Irgendwie kommt der Typ mir bekannt vor, aber wer könnte das sein? Ich meine, der sieht genauso aus wie mein Zwillingsbruder. Aber ich weiß nicht, ob ich einen Zwillingsbruder habe. Wir haben bestimmt ganz unterschiedliche Eltern. Hä, wohin fährst du? Das ist Brixys Bereich hier. Hier wohnt hier dein bester Freund? Ja, das ist Brixy und der ist da drin. Brixy, mach die Tür auf. Los, schnell, ich muss dir was zeigen. Was ist denn, Jimmy? Brixy, wohin willst du denn? Brixy, bleib mal hier. Hier bin ich. Da war doch gerade noch einer. Nein, wie dem auch sei. Tut mir leid. Guck mal, Brixy, ich habe einen neuen besten Freund und der heißt Jimbly. Oder Jimby heißt der. Und der sieht genauso aus wie ich. Haha. Du träumst mal wieder, wo Nein, denn? Ich träume nicht, der muss hier irgendwo sein. Hä? Der ist doch gerade noch hier gewesen. Mann. Oh Mann, Tim, ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Ich mach kein Spielchen, du Doofkopf. Wie bin ich denn sonst hierher gekommen mit dem orangenen Auto? Ich bin nicht mehr hergefahren, du Doofkopf. Und wer dann? Das war Jimby. Ich glaube, das war mein Zwillingsbruder. Ich wusste nicht mal, dass ich einen habe. Simi, es wird dunkel. Ich bin müde. Na tschüss. Schön, dann gehe ich eben schlafen. Freunde, ich hoffe, dass wir morgen wieder unseren Zwillingsbruder Jimby sehen. Vielleicht können wir zusammen mit ihm Fortnite spielen. Das wird richtig lustig. Aber jetzt bin ich richtig müde, Leute. Ich sollte mich schlafen legen. So, hey, ich muss Jimmy. Nur noch die Tür zumachen. Hey, wer hat denn meinen Namen da wieder gerufen? Hey! Was Jimmy, du Blödmann! Ich hab das genau gesehen! Hä? Warum zündest du mein Haus an? Was das redest du da, du Doofkopf? Blödmann! Hey, auf damit! Ich werde dein Haus in die Luft jagen! Mein Haus brennt! Wie dein Haus brennt? Wieso brennt dein Haus? Brixy, bleib stehen! Was ist denn passiert? Du hast es doch angezündet! Ich hab's genau gesehen! Nein, ich hab gar nichts gemacht! Ehrlich, Brixy, du musst mir vertrauen! Ich war das nicht! Das Feuer muss weg! Nein, Brixy, ich helf dir, das zu löschen! Du brauchst mir nicht helfen! Du hast das angezündet! Nein, ich war das nicht. Hier, ich habe alles sauber und gut gemacht. Wer war das denn? Du warst das. Ich habe dich genau gesehen. Hast du Beweise dafür, du Doofkopf? Ich glaube, du willst mir nur was auftischen. Ich brauche keine Beweise. Ich weiß, dass du es warst, weil ich dich gesehen habe, du Trottel. Du hast mich gesehen. Da brennt's noch. Nein. Brixys ganzes Haus brennt ab. Oh, Leute, wir müssen ganz schnell die Feuerwehr rufen. Ich muss los. Oh Mann, wer könnte das denn nur gewesen sein? Das ist gar nicht gut, Leute. Ich muss nach Hause. Du schon wieder. Warte mal. Warum bist du in meinem Zuhause? Ja, ich brauche ein Zuhause auch. Also ich du hast kein Zuhause? Wo ich schlafe. Warte mal, ich habe eine Frage. Ja? Deine Eltern, haben die dich verlassen? Ja, aber das interessiert dich gar nicht. Leute, ich habe auch keine Eltern mehr. Die haben mich auch verlassen. Heißt das etwa? Das kann nicht sein. Ich muss den endgültigen Beweis machen. Heißt dein Papa etwa Frankie? Hä, kennst du meinen Papa? Ja, Frankie. Und deine Mama heißt... Wie heißt deine Mama? Meine Mama heißt Marianne. Ja. Frankie und das sind doch meine Eltern, Freunde. Das kann doch nur mein Zwillingsbruder sein. Du bist mein Zwillingsbruder. Hey, wieso habe ich dich all die Jahre nicht gesehen? Wenn, dann bist du mein Zwillingsbruder. Und eigentlich habe ich doch gar keinen Bruder. Du Doofkopf, das ist dasselbe. Aber nur weil du mein Zwillingsbruder bist... Warum siehst du aus wie ich? Weil wir Zwillinge sind, du Doofkopf. Wir sind alle ein und dasselbe. Ja, das kann sein. Siehst du, also, du kannst eine Nacht hier schlafen, aber keine Nacht mehr, weil ich muss mich mit einem Mädchen treffen, genau. Und außerdem ist das mein Haus und nicht deins, verstanden? Ja, okay, dann... Okay, dann leg mich denn oben hin und zünd nicht dein Haus an, ja? Warte mal, wenn du schon beim Haus zünden bist, hast du etwa Brixys Haus angezündet? Brixys Haus? Ja, nein. Von dem Gelben da. Ich hab gar kein Feuerzeug. Okay, ich hab dich im Auge, Jimby. Und wehe, du machst mir morgen nicht ein Frühstück. Wir sehen uns. Gute Nacht, du Doofkopf. Leute, ich glaube, Jimby hat irgendwas im Schilde. Der mag meine Freunde nicht. Aber egal, wir werden mal schauen, was Jimby so in seiner Freizeit macht. Und wenn ich herausfinde, dass Jimby richtig böse Sachen macht, dann muss ich das verpetzen, genau. Aber jetzt ist erstmal Schlafenszeit. Gute Nacht. Mann, wo kommt der blöde Lärm her? Den ganzen Tag schon ist da oben ein Krach. Da wird richtig hart gearbeitet. Aber das ist mein Zuhause.
zu Hause. Hey, was machst du da? Ich wollte mir ein... Ein Zimmer aus Lava bauen. Das ist doch kein Lava-Aquarium. Mann, du Blödmann, das ist... Oh Mann, wenn ich das jetzt wegmache, dann wird die Lava alles kaputt machen. Du hast doch gesagt, ein Tag, da gehört das mir. Ja, ein Tag. Der Tag ist doch nicht vorbei. Nein, der ist noch nicht vorbei, da hast du recht, aber bald. Weißt du was? Geh bitte aus meinem Zimmer. Ich muss zur Schule gehen, wir hören uns noch, du Doofkopf. Und tschüss. Oh Mann, Leute, ich hab's gewusst, der macht irgendwas Schlimmes. Wir müssen den beobachten. Ich hab die Vermutung, dass er ganz, ganz schlimme Dinge macht. Und nein, stellt euch mal vor, das ist mein böser Zwillingsbruder, das wäre gar nicht gut. Oh Mann, der macht da oben alles komplett anders. Oh, das wird ewig lang dauern, das alles wieder umzuändern. Aber ich bin mal gespannt, was der so macht. Ich habe gesagt, ich bin zur Schule gegangen, aber bin ich gar nicht. Wir werden ihn jetzt einfach beobachten. Und wenn er gleich nach draußen geht, dann werde ich ihn auf Schritt und Tritt beobachten, was er macht und wo er hingeht. Und wehe, der macht was Schlimmes. Dann werde ich ihn bei der Polizei verpetzen, auch wenn er mein Zwillingsbruder ist. Mann, wo bleibt der? Das dauert voll lange. Da ist er, Leute. Da läuft der ja. So sieht das also aus, wenn ich rumlaufe. Voll winzig und klein. Okay, wir müssen ihn auf Schritt und Tritt jetzt beobachten. Der soll meinen besten Freund Prexy in Ruhe lassen. Hä? Hallo? Hallo? Nein. Hä? Soll ich eingreifen? Prexy? Jimmy? Nein. Ja, ich bin's, Jimmy. Ich bin ein bisschen krank. Komm rein. Er gibt sich halt zu mich aus. Guck mal, was ich in meiner Hand habe. Oh, wie cool. Komm doch rein. Sicher? Ich... Ja, klar. Ja, okay, dann ich zeig dir was Cooles. Nein. Komm mal mit nach oben. Okay. Wo gehen die hin? Die gehen nach oben. Verdammt, ich muss da irgendwie rein. Das tut mir leid. Brexy, es tut mir leid, aber ich muss nach oben. Wir müssen spionieren, was sie da haben. So, jetzt geht er mal in die Ecke, nimm den Spider-Man-Anzug. Okay, was willst du mir denn zeigen? Ja, ein bisschen, guck mal, ich zeig dir jetzt einen Zaubertrick, okay? Stell dich mal hier hin. Nein, das ist bestimmt was Schlimmes. Guck mal, ich zeig dir jetzt was. Was macht der da? Nein. Jimmy, lass mich hier raus. Und ich bin Jimmy und ich mag dich nicht. So ein Fiesling. Erst zündest du mein Haus an und jetzt sperrst du mich ein? Hey! Deine Scheiben sind auch kaputt. Du weißt ja, wo du mich findest. Das werde ich Odi sagen und dann werden wir dich aus der Stadt bannen. Nein. Leute, was soll ich machen? Ich muss irgendwie Plexi die Wahrheit sagen, dass ich das nicht war. Aber der wird mir eh nicht glauben. Ich muss ihn befreien. Plexi! Du Blödmann, verschwinde! Ich war das nicht, du Doofkopf. Du musst mir vertrauen. Ich will dich doch befreien. Hier, siehst du? Oh, das ist so dicke Stahl. Oh, hilf mir mal, Plexi. Das geht nicht. Komm schon. Wir schaffen das zusammen. Blödmann, das werde ich Odi sagen. Nein. Brexy, du musst mir vertrauen, ich war das nicht, ehrlich. Das war der Zwillingsbruder. Den gibt's wirklich. Der Zwillingsbruder? Ja, und der hat doch vorher dein Haus wahrscheinlich angezündet. Der hat irgendwas gegen dich. Du Lügner! Du hast gar keinen Zwillingsbruder. Sonst wüssten wir das. Okay. Wie kannst du dann dir das erklären? Ich habe 5 Diamanten und oh Mann, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber du musst mir vertrauen. Du musst mir vertrauen, Brexy. Komm einfach mit. Ich zeig dir, dass ich einen Zwillingsbruder habe, der böse ist. Komm mit. Das ist bestimmt wieder irgendeine Falle von dir, du Blödmann. Nein, das ist keine Falle. Wir müssen jetzt runtergehen. Und es tut mir leid, ich entschuldige mich. Und ich habe aus Versehen ein Glas kaputt gemacht. Aber nur, weil ich dir helfen wollte, ehrlich. Naja, natürlich. Los, komm mit nach Hause. Der ist da bestimmt. Der ist bestimmt zu Hause und macht da wieder irgendwas. Oh Mann, siehst du das? Mein ganzes Haus da oben ist anders. Brexy, du musst mir helfen. Wirklich, der ist hier bestimmt irgendwo. Hier ist aber keiner. Der ist oben. Der ist wirklich oben, Brexy. Hallo? Der muss da sein. Jimmy. Was steht da?
Ich mag Brexy nicht. Es ist nein, oh, das ist nicht das, wonach es aussieht. Brexy, ehrlich, das ist nicht so, wie es aussieht. Brexy, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Ich beende die Freundschaft. Aber Brexy, nein, das kannst du nicht machen. Ich hab doch gar nichts gemacht, Leute. Mein Zwillingsbruder hat meinen besten Freund verkrault und er schiebt mir alles in die Schuhe. So ein Blödmann. Ah, der wird schon sehen. Wo ist der Dummkopf? Der hat sich bestimmt irgendwo versteckt. Hey, Jimby. Wo? Da bist du ja. Du hast Jimmy. Das extra gemacht. Ha, da, jetzt hab ich dich. Jetzt, ja, Brixie, komm rein, er ist wieder da. Los. Guck aus dem Fenster. Nein, du Doofkopf. Mein Zwillingsbruder. Hä? Was machst du da? Was machst du da, du Doofkopf? Hey! Kaputt gemacht. Oh nein. Was sollen wir denn jetzt machen, Leute? Irgendwo da draußen ist mein Zwillingsbruder. Und Brixie, der Doofkopf, glaubt mir nicht. Wenn ich nur rausfinde, wo der ist. Jimby, wo bist du? Los, zeig mir, wo du bist. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Versteck dich nicht, du Doofkopf. Ich find dich schon noch. Oh Mann, wo ist der Doofkopf? Ich muss unbedingt den irgendwie gefangen nehmen oder so. Das geht langsam echt zu weit. Auch wenn es mein Zwillingsbruder ist. Zeig dich, du Doofkopf. Wo bist du? Ist er etwa wieder da oben? Oh, Jimby, weißt du was? Ich habe leckeren Big Mac für dich. Willst du einen Big Mac haben? Hey, da bist du ja da oben. Komm da runter, du Doofkopf. Big Mac? Ja, ich habe einen Big Mac extra für dich. Du musst dich nur genau da hinstellen und nicht bewegen. Ich hätte gern ein Big Mac. Jetzt habe ich dich endlich, du Doofkopf. Das war's mit deinem Zwillingsbruder Aber Pranks. Was ist denn mit meinem Big Mac? Dein Big Mac? Ich werde den vor deinen Augen aufessen. Du kriegst den nicht. Hey, das ist unfair. Und weißt du was? Ich werde zu Brexy gehen und werde ihn jetzt beweisen, dass es dich gibt, du Blödmann. Jetzt kannst du nicht mehr abhauen. Oh, Leute. Oh. Das ist unsere Chance. Brexy! Brexy, 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 Brexy! Ich bin's. Komm mit. Nein, ich hab's jetzt wirklich herausgefunden. Ich hab ihn eingesperrt. Du hast ihn eingesperrt? Ich hab ihn eingesperrt. Da vorne, siehst du, da ist er. Wen denn? Das ist mein doofer Zwillingsbruder Jimby, der dich die ganze Zeit geärgert hat. Ja, siehst du? Wie ist das möglich? Ja. Jimby, lass mich raus. Ich bin der wahre Jimmy. Nein, ich bin Jimmy. Brexy, der hat mich eingesperrt und der will dir gleich wieder was Böses antun. Mann, Brexy, denk nach. Deine Lieblingsfarbe ist gelb und ich würde niemals dein Haus kaputt machen. Und was sagst du zur Verteidigung? Genau, hä? Du hast einen gelben Pullover. Oh, das stimmt, er hat recht. Glauben. Das hat er, das ist offensichtlich, Brexy. Normal hast du einen gelben Pullover. Und du wohnst in einem gelben Haus drin. Oh, jetzt reicht's mir. Dein bester Freund ist Odi. Und Niki ist erst neulich hinzugezogen. Und ist rot, genau. Das weiß der nicht der Doofkopf. Okay, dann erzähl mir was nur du wissen kannst. Nur der echte Jimby. Ich habe Beweisfotos wie Jimby. Also das da draußen ist Jimby, wer dein Haus angebrannt hat. Hat er nicht. Zeig sie mir. Stimmt nicht. Die sind gefälscht. Warte, lass mich kurz in meiner Hosentasche nachgucken. Siehst du, der hat die wirklich. Nein, der Bluff, der hat nichts. Brexy, du musst mir jetzt vertrauen. Du hattest auch meinen Zwillingsbruder, stimmt? Der war ganz klein. Guck mal hier. Hä? Nein, er hat wirklich Bilder. Aber das ist fake. Ich sehe doch genauso aus wie der. Das kannst du nicht unterscheiden, Brexy. Mann, woher soll ich denn wissen, wer ist jetzt? Okay, pass auf. Die endgültige Lösung. Wir haben uns zusammen bei Lumi kennengelernt. Und du hast bei einer Tankstelle gearbeitet. Stimmt. Ja, siehst du, das weiß der nicht, der Doofkopf. Ha. Das kann nur der echte Jimmy wissen. Ja. Oh, seit wann hast du denn einen Zwillingsbruder? Weiß ich nicht. Wir haben dieselbe Mutter und denselben Papa. Und jetzt ist er hier. Aber ich glaube, der ist böse, Brexy. Sollen wir ihn wegschicken? Na, vielleicht ist er böse, weil er nie geliebt worden ist. Das kann sein. Wurdest du nie geliebt? Was? Ja, ich meine, unsere Was Eltern. Was heißt das? Unsere Eltern sind abgehauen. Deswegen bist du wahrscheinlich böse. Du musst über dich hinwegkommen. Ich kenne das Wort nicht. Böse? Nein, geliebt. Ach so, aber ich mag dich doch, du Doofkopf. Warte, ich mach dich da raus. Brexy, kannst du mir helfen, ihn freizumachen? Meine Spitzhacke ist nicht stark genug. Wenn wir zusammen das machen, kriegen wir das hin. 1, 2, 3, komm schon. Und zack. Komm da raus jetzt. Also, ich kann das erklären. Mir
Ja. Mir wurde früher gesagt in der Schule, wenn ich andere Leute ärgere, dann mögen die mich. Nein, das stimmt nicht. Und du solltest dich bei Braxy entschuldigen. Der Arme hat sein Haus fast verloren wegen dir. Braxy, es tut mir leid. Ich dachte, wenn ich dich... Wenn ich dein Haus abfackel, dann mag mich Jimmy, weil, ja... Siehst du, Braxy, kannst du dich noch an die Geschichte mit deinem großen Zwillingsbruder erinnern? Warte mal, ich sehe den da hinten. Oh nein, dein Zwillingsbruder, Braxy. Wie süß der ist. Sieht so süß aus. Braxy, kann ich nicht bitte mit deinem kleinen Bruder spielen? Ich mag den voll. Sei mir bitte nicht böse, aber der hat eine lange Reise, siehst du? Guck mal, der hat keine Knochen, das sieht ja voll süß aus. Was hast du denn vor mit dem? Naja, ich glaube, ich werde ihn erstmal ins Bett legen und danach müssen wir schauen. Oh Mann, oh, ich hätte zum Beispiel dein Labor gezeigt oder so. Das ist bestimmt... Spinnst du? Warum? Mein kleiner Bruder im Labor, sag mal, hast du nicht mal eine Latten in der Birne? Ich glaube, dein kleiner Bruder hat sich in die Hosen gemacht. Das ist süß, Leute. Oh Bruder, Mann. Komm da raus. Ja, ich glaube, der würde aber schon gerne ins Labor gehen, aber Braxy erlaubt das nicht, Leute. Wenn ihr jetzt alle das Video liked und abonniert, Freunde, dann erlaubt Braxy das, dass er ins Labor gehen darf. Alle zusammen, Leute. 1, 2, 3. Komm schon. Wir müssen das schaffen. Ich werde jetzt Braxy noch einmal ganz lieb fragen, ob ich Zeit mit ihm verbringen kann. Braxy, bitte, 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 ganz wichtig. Ich gebe dir auch 3 Dias, wenn ich mit deinem kleinen Bruder spielen kann. Oh, na gut, aber ich möchte deine Dias nicht. Der muss ein bisschen rausgehen. Kannst du mit ihm spielen, dass er später müde ist? Ja, klar, kein Problem. Oh, lass mich doch mal ausreden, wenn ich rede. Warum schlägst du mich? Ja, Braxy, erzähl. Ja, du musst ihn richtig müde machen, dass er dann später gut schlafen kann, okay? Okay. Komm, kleiner Bruder, raus mit dir. Ah, komm her, wir spielen, kleiner Bruder, das wird richtig cool. Sag mal, alles gut, Braxy, wir reden unter 4 Augen. Tschüss, komm mit. Oh, pass auf ihn auf, hast du verstanden? Ja, ich passe auf ihn auf. Wo ist der hin, Leute? Seht ihr den kleinen Bruder? Gugu! Da bist du ja. Hey, kleiner Bruder. Sag mal, warst du schon mal in Braxy seinem Labor? Labor, ja, Kuckuck. Boah, der war da schon mal. Sag mal, hast du vielleicht einen Schlüssel dazu? Mal, hast du auch so einen Schlüssel für das Labor? Oh, das wäre richtig, richtig wichtig. Labor! Der hat echt einen Schlüssel, Leute. Schaut mal, wir haben einen Schlüssel. Wie cool. Okay, damit können wir auf jeden Fall die Tür aufmachen und fast nichts an, kleiner Bruder, okay? Ich hab die Verantwortung, ehrlich jetzt, du darfst nichts anfassen. Das ist richtig. Oh, Leute, die Tür ging auf. Okay. Was ist das denn für ein komischer Behälter? Pass auf, nicht da reingehen. Oh, nein. Sag mal, du musst aufpassen, nicht, dass irgendwas passiert. Oh nein, Leute, nein. Was ist los, kleiner Mann? Geht's dir nicht gut? Leute, nein, ich glaube, mit dem kleinen Bruder stimmt irgendwas nicht. Er ist da in diese grüne Flüssigkeit gelaufen, aber was bewirkt das, Leute? Ich weiß es nicht. Willst du vielleicht eine Pommes haben? Hier, ich habe ein bisschen Nachos für dich, ehrlich. Geht's dir besser? Was passiert mit dem, Leute? Der schreit die ganze Zeit rum. Nicht, dass Braxy das hört. Oh, das ist gar nicht gut. Nein. Was soll ich machen, Leute? Ich glaube, ich muss zu Braxy gehen. Der Arme, der hat sich irgendwie verletzt oder so. Nein. Was ist denn los? Wo ist mein kleiner Bruder? Kleines Notfallrisiko-Ding. Weil wo ist der? Dein kleiner Bruder, der hat sich verletzt in dein Labor. Und der ist da reingegangen mit dem Schlüssel hier. Ich hab doch gesagt, nicht in meinem Labor. Wir müssen nachschauen, was mit deinem kleinen Bruder ist. Kleiner Bruder? Kleiner Bruder, was ist los mit dir? Ich dachte, du bist lieb. Ich bin stark! Braxy, was ist mit ihm los? Was ist das für eine grüne Flüssigkeit da? Oh nein. Du kleiner Furz, und du auch, Braxy. Hey, ich bin dein großer Bruder. Rede so nicht mit mir, sonst kriegst du Hausarrest. Genau.
Ich bin der Größte und Stärkste! Hey, der macht dein ganzes Labor kaputt, Braxy! Mini-Braxy, hör auf damit! Ja, hör auf, Mini-Braxy! Ab heute bin ich... Großer Braxy! Was? Nein, nein, nein! Getan? Ich hab nichts getan! Dein Bruder ist durchgedreht! Und der ist irgendwie XXL groß geworden und böse! Mann, Braxy, ich hab Angst vor ihm! Ich hab nichts, kleiner Bruder! Ehrlich, ich hab nur eine Switch! Wir können zusammen Fortnite spielen! Vielleicht bringt das dich runter! Gib mir die Switch! die Switch? Die ist in meinem Mama! Gib ihm die Switch schon! Ich gib ihm doch die Switch! Oh, yeah. Bitte. Switch. Es ist, glaube ich, besser, wir geben ihm die Switch. Er ist richtig groß und auch mächtig. Hier sind ein paar Switches, aber die will ich wieder haben, okay? Alle meine. Du bist böse. Leute, alle der Clown. Nein, nicht Switches. Alle. Hey, lass mir wenigstens eine. Oh, du Fieslinge. Braxy, der hat mir alle Switches geklaut. Du musst mir die wiedergeben. Oh, kleiner Bruder. Bruder, hör auf damit. Ich bin dein großer Bruder und du kriegst gleich Hausarrest. Aber gib ihm sofort die Switches wieder. Wer sagt Hausarrest, kriegt selber Hausarrest. Oh, Leute, der große Bruder ist genauso klar. Oh, nein, die sind genau gleich groß. Ich habe richtig Angst vor ihm. Was machen wir denn jetzt, Leute? Ich muss mich, glaube ich, irgendwo verstecken oder so. Willst du vielleicht eine Pizza haben? Pizza? Ich will dein Haus haben! Aber warum mein Haus? Hey, das ist mein Haus! Raus! Ja, okay, ich gehe raus. Hier, das ist ab jetzt dein Haus. Braxy, ich bin jetzt obdachlos. Irgendwie ist das voll traurig. Sieh zu, dass du ihn wieder klein machst, du Dussel. Ja, das ist dein Labor, Braxy. Wie soll ich ihn denn klein machen? Das ist mein Labor, Kinder, deine Bruder. Schuld. Du bist mir gerade keine große Hilfe, Braxy. Ja, mir ist es egal. Er hat dein Haus. Nein, Braxy hat recht, Leute. Ja, er hat wirklich mein Haus. Und hey, der hat ein anderes Bett da reingetan. Weil er so groß ist, Leute. Kleiner Bruder, willst du vielleicht Diamanten haben, ha? Oh, Dias. Dias, willst du vielleicht einen neuen PC kaufen, ha? Alles meine, Dias! Leute, ich muss ihn irgendwie da reinlocken. Genau, kleiner Bruder, schön mir folgen. Ich habe ja noch den Schlüssel, Leute, sehr gut. Komm rein, kleiner Bruder. Hä? Dias. Aha, aber was ist denn? Warum kommst du nicht? Mir, na, Dias. Schön. Einen kriegst du schon mal. Komm rein. Hier sind die Nächsten. Aha. Hier kriegst du noch einen. Ich komm nicht rein. Oh, geh durch das große Fenster hier. Dias. Leute, ich hab Angst. Ich hab Angst. Braxy, wie weit bist du? Hast du schon's erledigt? Er zerstört es. Nein. Nicht kaputt machen. Ach, nein, kleiner Bruder, nicht kaputt machen. Nein, Leute. Ich kauf mir einen PC. Nein. Oh, was sollen wir denn jetzt machen, Braxy? Wir sind völlig auf uns alleine gestellt. Nein. Der kleine Bruder geht zum Technikladen. Was macht der denn da, Leute? Ich hab Angst, dass er irgendwas kaputt macht oder so. Leute, wir müssen jetzt wirklich alle zusammenhalten. Das kann ganz schlimm ausgehen. Braxy, was hat er da vor? Baby Braxy rein! Nein. Hey, kleiner Bruder, sag mal, willst du hier rein? Ja, rein! Ich lass dich ja rein. Hier, bitteschön. Aber such dir nur eine Sache aus. Ich hab nur 60 Diamanten dabei. Nein. Hey, mach das nicht kaputt, wir kriegen Ärger. Ich hab gesagt, du sollst auf ihn aufpassen. Ich will ja auf ihn aufpassen, aber er macht alles kaputt und er ist richtig groß. Ich hab voll Angst vor ihm. Hör auf damit, sonst kommst du noch ins Gefängnis. Ja, hör auf damit, genau. Aber alles schlecht. Na schön, okay. Du kannst hier alles mitnehmen, was du willst, aber mach hier nichts kaputt, okay? Aber alles schlecht. Oh nein, wie sieht's aus? Hast du ein bisschen Hunger, kleiner Bruder? Hunger? Auf einen richtig coolen Cheeseburger. Wer sagt denn da schon nein? Ich will alles essen. Na schön, du musst komm. Doch, warte. Hä? Du musst doch noch größer und stärker werden. Genau. Kleiner Bruder. Du genau. Musst was essen. Los, essen. Nein, gib nicht mir uns essen. Komm, wir gehen zu McDonald's. Braxy, los, essen. Schnell. Nein, nicht mich essen. Braxy, lauf nicht, dass er dich aufisst. Okay. Eigentlich sollte er dich schon essen, weil du nicht auf ihn aufgepasst hast. Ich wollte auf ihn aufpassen, aber er ist mir ausgebüxt und hat es kaputt gemacht. Genau, da vorne ist der McDonald's. Okay, was willst du alles haben, hä?
alles essen. Na schön, kleiner Bruder, ich werde dir das beste 5-Sterne-Menü kochen. Aha. Schau mal, hier ist der McDonald's. Okay, wir sind hier. Geh schon mal rein. Ich werde dir Essen besorgen. Aha. Essen. Los, ich gebe dir doch hier den Burger. Hier und Karotten. Der muss jetzt ganz viel essen, der muss richtig müde werden. Braxy, ich glaube, wenn wir das zu bringen können, dass er müde wird, dann können wir ihn überwältigen und können ihn vielleicht wieder normal machen oder so. Müde? Hast du müde gesagt? Ja, müde. Okay. Was ist mit dir, Braxy? Nimm das hier. Ja, das ist Betäubungswasser. Was? Das ist aber nicht gut. Der ist doch da drin alles und macht uns kaputt. Wir müssen den richtigen Moment abwarten. Aha. Weil jetzt gerade ist das nicht gut. Nein, Braxy. Ach. Ich habe aber Angst, der Arme. Wenn du daneben wirfst, wird er dich aufessen. Essen. Ich habe nicht so eine Angst, Braxy. Auf damit. Ah, zack. Hab ich getroffen? Hab ich getroffen, Braxy? Ich will nicht hinschauen. Hab ich getroffen? Ja. Oh, sehr das gut. Hat funktioniert. Ich glaube, er schläft wirklich. Oh, Leute, schaut ihn mal an, wie süß er sein kann. Ich habe noch nie so einen großen so süß gesehen. Mhm. Okay, Braxy, was machen wir jetzt? Sollen wir ihn schleppen zum Labor? Wie willst du den denn schleppen? Guck mir mal an, wie groß der ist. Weiß ich nicht, der wiegt 500 Kilo oder so. Was machen wir jetzt? Braxy, komm schon, du musst doch... Du bist Wissenschaftler, du hast immer irgendeine Möglichkeit. Du musst das machen, ich habe keine Ahnung. Nein, Leute, nein. Braxy, dann muss ich abhauen. Ich kann das nicht mehr, Braxy. Was hast du da in der Hand? Hey, warum hast du mir das nicht gesagt? Oh, hier, nimm die Spritze. Oh, Leute, ich glaube, das ist das Gegenmittel. Wir müssen das jetzt da reintun irgendwo. Okay, kleiner Bruder, das könnte ein bisschen wehtun, aber wir kriegen das schon hin. Und zack. Was passiert mit ihm, Leute? Ich glaube... Oh. Er dreht durch, Leute, weg hier! Nein, wir haben nur alles schlimmer gemacht. Wir müssen abhauen, Mann! Ich muss ihn beruhigen. Kleiner Bruder, ich bin dein Bruder, hör auf damit! Leute, er hat ein Auto und wirft das. Ich hab Angst. Nein. Aua. Was ist los, Braxy? Was ist passiert? Hast du dich verletzt? Aua! Das hat wehgetan. Braxy. Er hat das Auto auf mich geworfen. Nein. Siehst du, was du angerichtet hast, kleiner Bruder? Du hast deinen eigenen Bruder verletzt. Du bist voll gemein. Bin nicht gemein. Hä? Warte mal, ich glaube, die Spritze hat gewirkt, Leute. Oh, richtig cool. Kannst du dich eigentlich an irgendwas erinnern, kleiner Bruder? Bitte. Oh, der ist so süß. Oh, wie kann man denn dem böse sein, Leute? Irgendwie kann ich dem kleinen bösen Bruder nicht sauer sein, Leute. Der ist so winzig und süß und mag mich. Ich mag dich auch, kleiner Bruder. Geh zu deinem großen Bruder und vielleicht sollte ich das nächste Mal besser aufpassen, Leute. Weil der Kleine ist echt richtig jung und dann kann sowas schon passieren, Leute. Aber ihr habt gesehen, meine Freunde waren immer für mich da. Und wenn ihr auch Freunde habt, Freunde, natürlich habt ihr Freunde. Wenn nicht, habt ihr ja mich. Und checkt auf jeden Fall meine Freunde ab. Die sind unten in der Videobeschreibung. Und checkt auf jeden Fall jetzt die beiden Videos. Ihr habt bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Jimmy.